Jalan, ich habe mich nie als Söldner verkauft. Warum? Ich habe irgendwie mal das im Kopf gehabt, dass ihr für Störrenbrand gearbeitet hättet, aber vielleicht vertue ich mich da gerade. Ihr Ja, seid habe da, glaube ich. ich, mal was. Habe ich. Ich habe für Störrenbrand gearbeitet. Kennt ihr da vielleicht jemanden? Ihr seid doch hier aus der Ecke. Ich habe mal mit Stover Regula in Störrenbrand zusammengearbeitet. Meint ihr, es bringt was, wenn wir danach fragen? Da kann doch jeder kommen und sagen, dass man jetzt hier irgendwie den großen Stover angeblich kennt. Das wird doch. Nein, ich glaube nicht, dass das was bringt. Gut, dann quatscht doch mal. Ihr habt noch Geld? Ansonsten hier, ich Ich gebe dir habe die gar Münze. nichts. Ich habe all mein Geld Okay. abgegeben, als ich Washer das Leben gerettet habe. Gut, ich gebe ihm dann 5 Silbertaler an kleinen Münzen in die Hand, die ich erst umständlich aus meiner Jacke kramen muss. Alles klar. Gut, dann sprecht doch mal das Kind da hinten an oder so ähnlich. Salam alaikum, alaikum assalam, Effendi. Ja, Ja. du hast gerade auf ein Kind gezeigt, aber plötzlich standen irgendwie ein paar andere Leute neben dir. Nicht unbedingt Bettler, sondern einfach nur nett aussehende, ja, Kurnjunker. Ganz normal gekleidet, in so einem großen Kaftan, Turban auf dem Kopf und ja, braucht ihr einen Führer? Wir sind gute Führer. Wir kennen uns in der Stadt aus. Ihr seht nicht so aus, als ob ihr herkommt. Wir können euch zeigen, wo alles ist. Wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr Verpiss hin? dich. Habt ihr Geld? Ihr habt Verpiss Geld? dich. Sprechen die Gareti mit mir? Ja, schlecht. Ich Verpiss gucke mal dich. Rodrigo fragend an. Einfach weiter. Und wenn er sagt, verpiss dich, sage ich dann auch, ich nix sprechen, toda media. Und Rodrigo will erstmal weitergehen, ein bisschen außerhalb der Beobachtung dieser Leute, um irgendwo neu zu sein, um sich dann Leute auszusuchen nach seinem eigenen Dank, seiner eigenen Gefühlslage, was ihm sozusagen so der erste Eindruck von den Leuten so sagt, um eben jetzt hier sozusagen jemanden zu erwischen, der möglicherweise nicht, ja, ihn nicht übers Ohr haut, wenn er jetzt hier was fragt. Er will nämlich erstmal einen Geldwechsler suchen, der einem jetzt hier Silberstücke in Hellerstücke wechseln kann, denn mit Silberstücken in so einer Stadt zu bezahlen ist ziemlich gefährlich. Alles klar. Also wie gesagt, es waren Kleinteile, keine ganzen Silber. Also vielleicht auch Ja, ein, zwei ist dabei, aber okay. nicht So, alle. irgendwas hast du in deinem Portemonnaie, das ist mir, ja. Genau, dann will er sozusagen mit diesem gewechselten Geld dann im Endeffekt, will er nachfragen, wo die Nordlandbank ist und sich dann dahin bringen lassen. Und das Ganze, wie handeln wir es ab? Willst du es ausspielen? Willst du es gewürfelt haben? Was willst du? Ja, gib mir einfach mal sonst eine Gassenwissenprobe, wenn du noch irgendwas erzählen willst. Also wie gesagt, eben hatte ich dir euch einen Führer gegeben an die Hand und den habt ihr dann mit den Worten verpisst euch und ich kann nicht Tulamidia, da habt ihr ihn wieder weggeschickt. Ja, klar. Der Also kam auf uns zu Kassenwissenproben. und wenn Leute auf uns zukommen, das mag Rodrigo nicht. Das hält er Ist erstmal für okay. Leute, die gefährlich sind. Ist okay. Danke, Gassenwissen. Rodrigo. Danke. Ne, das sind keine 5 Punkte über. Ich kriege natürlich 3 Punkte Erleichterung, wenn der Haushalt aussieht. Hast du ein Glück. Ja, man sieht dir natürlich an, dass du Thulamide bist und die wissen auch genau, dass du ja, vielleicht aus einem anderen Stadtviertel, aber du siehst eben so aus wie der typische Kunchoma, ne? Wie auch immer typisch Kunchoma definiert ist, aber braun gebrannt, Torwal, Mischmasch, so richtig Schmelztiegel, hatte ich ja eben gesagt, und dieser ganze Mischmasch, das sieht genauso aus, als ob du hier hingehörst. Aber vielleicht, ja. Und dann findest du auch natürlich dann den einen oder anderen Führer, kannst ihm dann ein paar Backschisch-Talerchen geben. Und er gibt dir dann die nötige Erleichterung, damit du zur Nordlandbank kommst. Also führt er dich dann, bringt dich noch einmal vorbei beim Stoffdruck. Da arbeitet wohl ein Cousin von ihm und der hat hier wohl die besten Stoffdrucke und die besten Tücher. Er sieht dann eben auch, dass du stinkst und dass du nicht hergehörst und dass du neue Sachen brauchst. Und wenn du irgendwas brauchst, dann sag ihm einfach seinen Namen und er gibt dir das dann halt ein bisschen günstiger und er hat die besten Preise hier und dann führt er dich über die nächste Brücke. Da gibt es dann wohl auch noch irgendwie einen Bruder von ihm und der Bruder hat dann wohl auch noch irgendwie ein paar gute Schwerter und wenn du da ein paar Schwerter brauchst, dann sollst du zu ihm gehen, sagst einfach seinen Namen, bekommst von ihm und dann wird das schon alles irgendwie klappen. Also wie gesagt, so eine kleine Rundreise durch den Flusshafen. Wenn du noch irgendwie Fische brauchst und was zu essen, dann kannst du eben zu der Stieftante gehen, die verkauft wohl auch noch irgendwo, bla bla. Also ein paar, sagen wir einfach Eine kleine mal, Sightseeing-Tour ist mit dabei. 10 Minuten, ich sag mal 15 Minuten später, 170 sind 155 Minuten, die euch noch bleiben, steht ihr vor der Nordlandbank. Ich schaue mich mal unauffällig um. Ist der Oh Torwart ja, wieder das ist voll? die Nordlandbank. Hier verstehen die garantiert, was du sagst. Du schaust dich unauffällig um und du siehst, dass dir Mann und Frau folgen. Beide Beide. Torwart. Ein Torwart. Rodrigo? Ja. Ja, ich hab's bemerkt. Ja, aber alle beide.
Das heißt, die sind hinter uns speziell her und nicht hinter uns allen. Ja. Lass uns erstmal reingehen. Vielleicht sind das ja auch Leute einfach nur vom Kapitän, die dir angehört hat, die so ein bisschen ein Auge darauf halten sollen, dass du dich nicht verpissen darfst aus der Stadt. Weil wenn du die Stadttore erreichst, kommen die vielleicht auf uns zu. Ja, bei Neid geschworen. Hat der Mann denn überhaupt keinen Respekt? Warum? Er hintergeht dich doch nicht, wenn du dich einfach beobachten lässt und sicher geht, dass du nicht doch... ne, und so. Ja, aber wenn man sowas macht, dann sollte man auch ein bisschen, ein wenig, ein Minimum an Vertrauen entgegengebracht bekommen. Ja, ich streiche mir nochmal die mittlerweile vermutlich viel zu langen Haare zurück und trete voller Selbstbewusstsein ein. Was machen denn die anderen in der Zeit? Hat er ausguckt, während er von Waschert durch die Gassen gezogen wird, immer mal nach hinten, um zu gucken, ob wir auch von Torwallern beschattet werden. Ich handle das einfach mal mit einer Gassenwissenprobe ab, mal wieder. Das ist zwar ein bisschen schade, aber ja, steigert einfach Gassenwissen. Den Tempel werdet ihr automatisch finden, aber geht dann auch eben darum, ob ihr vielleicht noch Verfolge habt. Sag nochmal, die Erschwernis wieder 5. Plus. Also du guckst nach vorne und ich guck nach hinten. Weil ich habe ja auch heraus, was aussehen. Ich habe mir die Erleichterung vorher nicht gegeben, dann habe ich das drin. Also nach hinten habe ich einen ganz guten Überblick. Ja, nach einiger Zeit stellt ihr fest, dass die beiden wohl verschwunden sind. Ihr überzeugt euch noch einmal, dass es keine weiteren Torwaller gibt oder weitere Piraten, Schmuggler. Ihr seid wohl alleine. Kennt sich hier gut aus, wir haben sie abgehängt. Gut. Wie gesagt, vielleicht waren sie ja wirklich nur vom Kapitän und wollten schauen, ob wir das Geld auch besorgen und nicht einfach abhauen. Wo ist jetzt der Markt? Ich guck mir nochmal um. Haben wir es denn jetzt geschafft, Frosty? Weil ich habe ja vorhin gegessen müssen, irgendwie nicht so. Habt ihr. Okay. Da vorne. Schau da, wo die Menschentraube steht. Ah, okay. Die verstehen es, Leuten Sachen anzudrehen, die sie eigentlich gar nicht brauchen oder wollen. Zumindest denen, die Geld haben. Gut, dann halten wir jetzt mal Ausschau nach dem Mond und den Sternen. Ja, ihr kommt dann unbehelligt, natürlich dann wieder der ein oder andere Bettler, vorbei an einem großen Hesinde-Tempel. Ihr zieht auch weiter vorbei an einem, das ist wohl der Tavia-Tempel, Tempel der ewigen Flamme, geht dann an einem Sklavenmarkt vorbei. Zumindest heißt die Straße so, ein paar Bornländer, die ihr hier erkennen könnt, die sich hier wohl über Mess Guinness unterhalten und ziemlich angetrunken aussehen. Und dann steht ihr auf einem großen Marktplatz. Hier war Wascha schon. Direkt vor euch das Ordenshaus der Terboniten, wo wohl Pareine Geweihte sich ja, austauschen zu eurer, wenn ihr euch umdreht, dann wieder geradeaus, dreht euch ein bisschen nach links, könnt ihr den riesigen Tempel des Mondschleiers erkennen. Auf der rechten Seite, nee, gar nicht jetzt auf der linken Seite, ein Kuriositätenladen, auch unglaublich groß, und davor steht ein Zwerg mit Turban, der hier wohl seine Artefakte anpreist und sie wohl verkauft und ebenso wie ein Thulamide ganz typisch herumschreit und die besten Preise anbietet für das, was er hier wohl in seinem Laden anbietet. Ja, der Tempel des Mondenschleiers, ein sehr auffälliges Gebäude am Basar, im thulamidischen Stil gebaut und von einer Spitzkuppel gekrönt, könnt ihr hier in die Blendbögen dann eintreten und steht dann in einem Inneren des Fex-Tempels. Große Halle, ein paar Bahnen und ein paar kostbare Stoffe, die hier runterhängen und das Innere leicht verbergen, die Größe so ein bisschen ja, verschleiern, könnte man fast sagen. Es gibt ein paar Statuen, die hier herumstehen und einen grinsenden Fuchs zeigen. Ja, hier wird das Zepter an Epadaios übergeben, weil er ist ja geweiht und da hat man uns Vektor. So, ich war auch nicht häufig in einem Fax-Tempel. Wo ist denn hier der nächste Akkulut? Schaust ich war noch nicht drin, ich habe ihn immer nur von außen gesehen. Schaust dich ein bisschen um, kannst natürlich auch einige ja, Schalen erkennen, wo du dann spenden kannst. Und nach einiger Zeit kommt dann ein Mann in einem ja, Sternengewand auf dich zu. Grau in weiß, so weiße Sterne dann aufgemalt oder aufgeschickt. Kommt auf dich zu. Salam alaikum, Effendi. Ein Effendi, schön.
Vielen Dank, dass ihr mich in meiner Sprache begrüßt. Effert und Fex zum Gruße. Euer Gnaden. Ja, was kann ich denn für euch tun? Verschwenden wir doch keine Zeit. Zeit ist Geld. Genau deswegen sind wir hier. Wäre es möglich, umgehend eine Audienz bei eurem Tempelvorsteher zu erhalten? Eine Audienz bei unserem Tempelvorsteher? Mit was wollt ihr ihm denn auf die Nerven gehen? Mit Geld? Wollt ihr Geld haben? Genau, wir würden uns gerne Geld borgen. Es ist ziemlich dringlich, aber... Ja, ich... Es wäre jetzt zu viel erläutert. Es ist wirklich dringend. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob er euch Geld leihen wird, aber kommt doch einfach mal mit. Und dann führt dieser Mann euch ein bisschen weiter. Durch diese Tempel hindurch, ein paar Schleier später, führt er euch dann in einen kleineren, abgeschlossenen Raum. Stellt eine Trennwand beiseite, bietet euch nochmal einen Tee an und verschwindet dann aus dem Raum, nachdem er euch dann so eine große Kanne mit Tee hingestellt hat, ein paar Gebäckstücke, die dann da in so einem kleinen Tellerchen liegen. Und nach einiger Zeit kommt ein ziemlich dicker Thulamide, der dann an euch herantritt. Fix zum Große und Effert. Euer Hochwürden, vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt. Er schwitzt. Du kannst sehen, wie wohl der Schweiß auf der Stirn steht. Und wenn er dir seine fette, schwabbelige Hand gibt, dann ist auch die ebenso schwabbelig, schwitzig. Wurstfinger, die er dir entgegenstreckt. Und dann musste er auch noch einmal waschen. Fix und Große. Leichte Verbeugung, nicht genau wissend, wie man jetzt damit umgeht. Also, ihr wollt etwas Geld? Setzt euch doch. Er bietet euch zwei Sitzsäcke an, die dann da liegen. Er selber würde dann auch einmal sich daneben bequemen, sodass ihr dann an diesem Tisch sitzt. Und er schenkt sich dann erstmal in aller Ruhe so kleine Becherchen ein mit Tee und nimmt sich dann zwei, drei Kekse, die er dann zwei legt er auf seinem großen, dicken Bauch ab und den anderen steckt er sich gleich in den Mund, krümelt ein bisschen herum, streicht sich einmal in aller Seelenruhe über den Bart. Ja, also, was wollt ihr haben? Geld. Was bietet ihr mir denn im Gegenzug? Nun, das Geld zurück. Natürlich mit, wie wird es genannt, wenn man etwas mehr zurückgibt, als man sich geliehen hat? Zinsen? Genau die, mit Zinsen. An wie viel habt ihr gedacht? Wir benötigen, wie viel war es, Wascher? Wenn wir alles zusammennehmen, ungefähr 100 Dukaten. 100 Dukaten. 100 Dukaten. Was für Sicherheiten gebt ihr mir denn? Ich meine, niemand betrügt einen Fax-Tempel, aber ihr außer einem Namen habt ihr doch noch etwas mehr zu bieten, oder? Und wann gebt ihr es uns zurück? Selbstverständlich haben wir den einen oder anderen Dukaten für euch über, aber den euch einfach so zu übergeben, wäre doch etwas einfach. Nun, was überlegt kurz und holt dann den Ring, den er an einer Kette oder an einer Schnur um seinen Hals hängen hat, hervor. Dieser Ring hier mag vielleicht nicht die 100 Dukaten selbst wert sein, aber er bedeutet mir sehr viel und anderen Leuten auch. Gebt doch einmal her. Ja, gebe ich ihm den Stein mit dem, ich glaube, es ist ein Türkis, was dort eingesetzt ist. Der Stein des Fex. Er holt dann einmal aus einer seiner vielen Falten, Fettfalten, holt einen Monokel heraus, setzt es sich einmal auf, macht seine großen Schweinsäugel dann ein bisschen auf, klebt da so das Monokel dann rein, hält den Ring einmal so ein bisschen in das, bisschen Licht, was es hier dann gibt durch eine Kerze. Also gut, 100 Dukaten, diesen Stein, diesen Ring als Anleihe. Und ihr gebt uns dann wie viel zurück mit Zinsen, hattet ihr gesagt? Nun, ich würde sagen, innerhalb der nächsten 7 Tage werden wir das Geld aufbringen können. Was ist denn an Zinsen normal? Für eine Woche
Sagen wir einfach mal, ihr gebt mir 105 zurück. 105. Also 5 mehr, als ihr uns gegeben habt. Ich denke, das sollte reichen. 5 Dukaten für 7 Tage. Sagen wir 3 und ich meine, ihr seht aus wie ein Mann, der auf die Vorzüge des Lebens, naja, der die Vorzüge des Lebens genießt und ich sag mal Freude und vielleicht auch die ein oder andere Annehmlichkeit mag. Vielleicht könnte ich euch eine private Vorführung mit meiner Freundin geben. Ja, er verschluckt sich gerade so ein bisschen am Keks. ich bin leider kein Reihergeweihter, verzeiht. Nein, das meinte ich nicht. Wenn ihr jetzt in das Handeln eintreten wollt, ihr seid ein Kunchum. Wir sollten darum spielen. Er klatscht einmal in die Hände. Oh. Und es dauert so 2 Minuten, könnt ihr sehen, wie ein rotes und weißes Kamelebrett gebracht wird. Der Tisch wird ein bisschen freigeräumt und die Spielfiguren vor euch aufgebaut. Bascha, beugt sich einfach daraus vor und flüstert zu ihr. Wie lange dauert denn so ein Spiel? Ich meine, wir haben es eilig. Wie lange dauert denn so ein Spiel? Brauchst du, kenne ich das Spiel? Tagelang. Das Spiel an sich kann tagelang dauern. Es gibt auch Partien, die niemals beendet werden. So 2 Stunden dauert so eine Partie mal, kann aber auch sehr verkürzt werden. Also ich habe ja Fallspiel. Ich weiß jetzt nicht, ob Fallspiel im perfekten Sinne ist. Also ja, du kannst dir gleich überlegen, was du tust. Selbstverständlich ist Fallspiel fächsisch und ein Fexgeweih, also nicht irgendein, sondern jetzt denjenigen, der in Kontium das Sagen hat, im Fallspiel. Ihr könnt euch überlegen, wie ihr es macht. Wir geben zurück an die Nordlandbank. Es ist ein kleines Haus im frühhellenistischen Stil und man spottet gerne über diese Bank, dass sie wohl noch unter Hela Horas errichtet worden ist, also weit, weit vor eurer Zeit, ungefähr 1000 Jahre, vielleicht noch etwas mehr. Ihr könnt dann auch in die Bank hineingehen und könnt dann hier, wie es in einer Nordlandbank üblich ist, viele, viele Schalter erkennen. Davor steht dann auch der ein oder andere Thulamide, der hier wohl was einzahlen will oder was abheben möchte. Und nach einer großen Schlange, ihr könnt gerne mal auf, sagen wir, Staatskunst werfen. Oh, kann ich das auf Kriegskunst ableiten? Kannst du machen, erschwert um 10. Hey, da bin ich mit Staatskunst tatsächlich besser dran. Nee, doch nicht. Warum sollten wir jetzt Staatskunst würfeln? Für was? Um Minuten zu sparen. Ihr habt noch 155 zwar über, aber... Geschafft. Oh yeah. Alles klar. Du kannst sehen, du hast genau die richtige Schlange abgepasst. Nur 2 Minuten habt ihr gewartet. Du hast also noch 153 Minuten über. Kannst du dich genau in die Ecke reindrängen, die dann frei wird und stehst dann vor einem ziemlich großen Schalter. Du bist so ein bisschen... du bist auf normalem Erdboden. Aber der Schalter eben ein bisschen erhöht angebracht. Ein riesiges Gitter, was davor angebracht ist. Ein kleines Loch drin, sodass man da irgendwas durchreichen kann. Und du kannst zuerst gar nichts sehen. Und dann beugt sich halt so ein kleines, hutziges Männchen über diesen Schalter und blickt dich an. Du bist erst verwundert. Du dachtest kurz, es ist ein alter, alter Mann, so ungefähr 60 Jahre. Aber es sieht dann auf den zweiten Blick aus wie ein Kind. Zumindest der Kopf ist so groß wie ein Kind. Und dann, auf den dritten Blick, dachtest du, es ist ein Zwerg, aber ohne Bart. Ist das einer von diesen Grollen? Du weißt es nicht, du hast noch nie einen gesehen. Ich tue mein Bestes. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich tue mein Bestes, um mir meine Verwunderung nicht anmerken zu lassen und begrüße ihn erstmal auf Geräte. Guten Tag. Peiers zum Gruße. Ja. Hallo. Bin in der wenig beneidenswerten Situation. Er sitzt an beiden Fingern auf dem Schalter herum. Bin in einer wenig beneidenswerten Situation, mir Geld leihen zu müssen. Buch. Und sagte mir, hier sei der richtige Ort. Buch. Bitte was? Habt ihr ein Kontoführungsgebuch? Nein. Habt ihr nicht? Ausgezeichnet. Er wühlt einmal ein bisschen herum. Ihr wollt also ein Konto eröffnen, nicht wahr? Und dann etwas abheben? Nein. Ihr wollt euch einfach so Geld leihen? Ja. So, was für Sicherheiten habt ihr denn? Was für bietet ihr denn an? Biete euch an, meinen guten Namen und mein Ehrenwort als Ehrenmann vor Preis aus.
Er hat auch sowas wie eine Brille auf, rückt die einmal zurecht, schiebt die vor seine Augen. Du kannst sehen, wie sich kurz die Farbe dieser Brillengläser verändert. Wird ein bisschen leicht rosa. Also gut, Name. Ritter Jarlan Greifenmund vom Schnattermoor. Er wiederholt das. Ritter Jarlan Greifenmund vom Schnattermoor. Weiter. Ende. Ende. Also gut, und ihr wollt wie viele Dukaten haben? 110. 110 Dukaten. Wann sollen diese zurückbezahlt werden? In 2 Wochen. 2 Wochen, 14 Tage. Also einen halben Monat. Wir schreiben 15 auf. Ausgezeichnet. Er holt sich so einen kleinen Abakus heraus, schiebt ein paar Murmeln von links nach rechts. Ja, also gut, dann erwarten wir in 2 Wochen 135 Dukaten, 7 Silbertaler und 4 Eisenmünzen wieder zurück. Ich möchte ihn mal einschätzen. Ist er die Art von Typ, mit dem man verhandeln könnte? Menschenkenntnis erschwert um 7. Nee, mach ich nicht. Falsche Rasse, falsche Kultur. Richtig, ich zieh kurz die Augenbrauen zusammen, schau mal zu Rodrigo rüber. Rodrigo nickt dir zu, denkt sich so, das ist scheiße, aber das ist besser als jetzt hier, ne? Dass die ganze Sache nicht gelingt. Rodrigo nickt dir also ernsthaft zu. Okay, dann nicke ich auch und reiche die Hand über den Schalter. Abgemacht. Ja, er schaut dich kurz verwundert an, dann merkst du, wie er lächelt. Also es wirkt echt bösartig, gibt dir dann aber auch die Hand und du merkst, wie es kurz blitzt. Würfel mal kurz eine Magiekundprobe. Oh, habe ich das überhaupt? Habe ich nicht aktiviert. Normalerweise ist es nicht üblich, uns die Hand zu geben, eine einfache Unterschrift reicht. Au, aber was war das? Du hast nicht das Gefühl, dass es Schmerz oder wehtut. Das hat einfach nur kurz geblitzt, zumindest war das so kurz diesen, also wie so ein Stromschlag, nur dass es nicht wehtat. Hast auf alle Fälle gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn man als Ehrenmann eine Verabmachung eingeht, dann gibt man sich die Hand. So ist das bei uns zu Hause. Genau, Ehrenmänner. Schaut euch wieder fies an. Rodrigo schaut nochmal nach, was der Golem da an Zahlen aufgeschrieben hat, wie viel er zurückzahlen muss in 15 Tagen. Was hatte ich schon gesagt? 100? 137,7 und ich weiß es jetzt letztens nicht mehr. 135, 7 Silbertaler und 9 Eisenmünzen. 135, 7... 4 Kupfermünzen, weiß ich. Und 9 Eisenmünzen meine ich. Scheiße, ich hab's vergessen. Wenn wir uns nochmal angucken. Dann können wir das so einmal notieren, denn das wird wichtig. Vielleicht auch nicht. Ich hab das mal ganz kurz ins Fancy Grounds reingeschrieben, weil das fest ist. Ausgezeichnet. Kann ich mir sonst auch nochmal angucken und dann den richtigen Betrag. Er unterschreibt einmal kurz und du kannst sehen, er ist dann wohl der Bankangestellte hier für die Nordlandbank, siegelt das einmal nochmal und schiebt dir den Vertrag rüber, sodass du dann mit einer Feder selbst unterschreiben kannst. Ich gucke erst ein wenig irritiert. Erspare es mir dann aber, ihm eine Predigt über Ehre und hast du nicht gesehen zu halten und unterschreibe einfach. Er ist ein Bankangestellter, er ist ein Groll. Ja, gut, deswegen, du hast unterschrieben. Ja. Das hat jetzt nicht so sehr lange gedauert, sagen wir einfach 5 Minuten, dann bleiben, beziehungsweise wir machen einfach 150 Minuten, die dann noch bleiben, und dann winkt er einmal einen Bankangestellten heran, das ist wohl irgendwie ein Söldling oder so, aber allerdings in Nordland-Bank-Uniform. Ein Moment, das dauert natürlich etwas, wir müssen diese großen Summen holen, die sind nicht im Tagessafe. Was? Naja, glaubt ihr wirklich, dass wir hier 110 Dukaten unter dem Tresen liegen haben? Das ist dafür zu viel. Naja, wahrscheinlich haben die eine Kiste oder so. Natürlich, eine sehr große Kiste. Würfel mal 1W20. 1W20, kommt sofort. 12. 12 Minuten später kommt ein Mann und überreicht dir dann... Ja, wie willst du es haben? Willst du es in einem großen, neuen Portemonnaie haben? Na, du bekommst einfach einen Sack. Einen großen Sack. ungefähr die Hälfte, also du wolltest 110 haben, sind, ich sag mal 60 Dukaten, die du in Dukaten bekommst. Und 50 dann in großen und kleinen Scheine sind es dann ja nicht, sondern
Silber, Kupfer, Eisen. Ich hätte es bevorzugt, die gesamte Summe in Goldmünzen ausgehändigt zu bekommen. Ich nehme an, das ist nicht möglich. Ja, selbstverständlich ist das auch möglich. Hm. 2 Minuten später. Rodrigo, wie viel? Ja. 2 Minuten später, dann hast du jetzt noch 14 Minuten weniger. 136. 136, danke. Hast du 110 Dukaten in einem kleinen Goldbeutel und stehst dann in dem anderen Ort. Ich steck den Beutel ein, lass uns gehen. Ach, dann geht's los. Und wenn wir kurz vor der Tür sind, sag ich, wehnt ihr ihm den Hals und laufen mit gezogener Waffe, denn ich glaube, die Söldner könnten uns vielleicht überfallen wollen, weil sie von ihm angehört wurden, das ist unser Feld, und dann mit den Worten, ah, schade, ihr wart nicht schnell genug, aber ich gebe euch noch eine Chance oder so ein Scherz. Ja, ich fürchte auch, dass wir uns an dieser Stelle nicht allzu sehr darum bekümmern sollten, was die Leute von uns denken. Leider. Ich trete allerdings erst aus der Nordrhein-Bank. Ja. Und ziehe dann vorsichtig meine Waffe, damit ich nicht gleich 3 Messer in den Rippen habe. Und Rigo genauso. Fasst das Schild noch etwas kräftiger und schaut sich nochmal um nach den Torwalern. Hm. Ihr könnt schon mal Initiative würfeln. Alles klar. Gut, dass wir direkt vorbereitet raus sind. Gut, genau. Maximale Initiative könnt ihr aufschreiben, weil ihr orientiert seid. Wisst natürlich nicht, wo die sind, aber... Oh ja, yeah. 23. Okay. Ihr tretet aus dem kleinen, hedaistischen Bau wieder heraus. Und könnt sehen, wie Männer in weißer Uniform und dem Wappen von Kontium auf euch zugehen. Halt, keinen Schritt weiter! Er schaut dich verwundert an. Halt, keinen Schritt weiter! Im Namen des Sultans... Was wollt ihr? Im Namen des Sultans, mein Name ist Hauptmann von Angenbruch. Und ihr seid festgenommen.